Wir schreiben das Jahr 1607. Englische Siedler betreten nordamerikanischen Boden und gründen dort die erste Siedlung eines Landes, das später USA genannt werden soll. Voller Bewunderung blicken sie auf eine unglaublich schöne, weite und beinahe unberührte Landschaft. Wow, was für eine wunderschöne Landschaft. Wisst ihr was, Leute? Wir sollten einen Walmart drauf bauen. Walmart ist die mit Abstand größte Supermarktkette der USA. Jeden Tag gehen dort 37 Millionen Menschen einkaufen, um alle möglichen Produkte zu finden. Man kann dort wirklich alles kaufen, von Lebensmitteln über Küchenprodukte, Elektronik, Kleidung, Möbel, Medikamente und vieles mehr. Und natürlich am wichtigsten für jeden echten Amerikaner, Schusswaffen. Weil schon der erste Präsident der USA, George Washington, hat einmal gesagt, ein Supermarkt ohne halbautomatische Gewehre ist wie ein Hamburger ohne Ham. In diesem Laden findet man so viele verschiedene Produkte, dass man sich fragen muss, wer dieses ganze Zeug überhaupt kauft. Welcher Mensch kauft dieses Tigerkissen? Oder Nagellack für seinen Hund? Oder dieses unlustige Shirt? Exercise? I thought you said extra fries. Und lasst uns mal nicht über diese Banane hier sprechen. Man kann in Walmart nicht mit deutschen Supermärkten vergleichen. Das durchschnittliche Walmart Supercenter ist so gigantisch, dass allein schon der Parkplatz eine größere Fläche misst als so mancher Mikrostaat in Europa. Ganze Tierarten sind ausgestorben, weil sie ihren Lebensraum für einen 20.000 Quadratmeter großen Walmart-Parkplatz opfern mussten. Und wer als Ausländer einen Walmart betritt, findet vielleicht nie wieder raus. Walmart hat sogar extra überall solche Landkarten hängen, die einem dabei helfen sollen, sich irgendwie zurechtzufinden. Aber wenn du dein Kind im Walmart verlierst, solltest du dich lieber darauf vorbereiten, den kleinen Racker nie wiederzusehen. Zumindest kannst du dir sofort Grabsteine in den Einkaufswagen legen. Walmart ist so gigantisch, dass es dort sogar fahrende Einkaufswagen gibt, auf die man sich draufsetzen kann, wenn man nicht laufen möchte. Ich rede von den sogenannten Mart-Carts. Die sind vor allem für die etwas breiteren Amerikaner sehr nützlich. Und davon gibt's so einige. Walmart wird immer mal wieder von Skandalen und schlechten Nachrichten geplagt, zum Beispiel als ein Meth-Labor auf einer Walmart-Toilette gefunden wurde oder als der legendäre Zehenlutscher sein Unwesen getrieben hat. Trotzdem ist der Erfolg der Supermarktkette schon seit Jahrzehnten ungebrochen. Allein in den USA stehen mehr als 4.700 Filialen. Das stetige Umsatzwachstum hat dazu geführt, dass Walmart noch in andere Länder expandiert hat. In Mexiko gibt es zum Beispiel über 2.800 Filialen. Aber man findet auch viele Märkte in Zentralamerika, Chile, Kanada, Afrika, China und Indien. Und ja, Walmart hat auch schon mal versucht, den deutschen Markt zu erobern. Walmart hat sich tatsächlich mit Aldi, Edeka, Lidl, Rewe und den ganzen anderen deutschen Supermärkten anlegen wollen. Dafür hat der Konzern direkt 95 Filialen aufgekauft. Der Versuch ist aber kläglich gescheitert. Schon nach 9 Jahren musste sich das Unternehmen mit einem Verlust von mehr als 3 Milliarden Euro wieder aus Deutschland zurückziehen und alle Filialen verkaufen. Seitdem hat Walmart keinen Fuß mehr auf deutschen Boden gesetzt. Aber wie kam es zu der Vollkatastrophe? Um das zu verstehen, müssen wir einen Blick auf die Strategie von Walmart werfen. Wisst ihr, Walmart hat sich nicht wirklich an die deutsche Kultur angepasst. Man hat einfach alle Geschäftspraktiken ohne Sinn und Zweck aus den USA übernommen. Man hat zum Beispiel an jeden Eingang einen Begrüßer hingestellt und die Kassierer dazu aufgefordert, ein Lächeln aufzusetzen und Smalltalk mit den Kunden zu führen. Die Deutschen haben sich davon aber eher genervt gefühlt. Deutsche bevorzugen es, von der Penny-Kassiererin wie der letzte Mensch angestarrt zu werden, als Smalltalk an der Kasse führen zu müssen. Und ich zähle mich hier dazu. Dass das in Deutschland nicht funktionieren kann, war also abzusehen. Aber die Amerikaner kamen auch auf die Idee, einen Taco Bell in Mexiko zu eröffnen, deswegen frage ich nicht. Auch die Angestellten waren nicht so begeistert von ihrem neuen Job. Jeden Morgen mussten die Mitarbeiter irgendwelche cringigen Rituale durchführen, um ihre Arbeitsmoral und Loyalität zu steigern. Diese Morgenrituale wurden von den Mitarbeitern in Deutschland so sehr gehasst, dass sich viele einfach auf dem Klo versteckt haben. We are Walmart. Streicht mir ruhig 20% von meinem Gehalt, ich mach da nicht mit. Dazu kommt, dass die Angestellten einige sehr strenge Zuchtmaßnahmen befolgen mussten. Mitarbeiter wurden zum Beispiel dazu aufgefordert, ihre Kollegen zu verpetzen, wenn sie gegen irgendwelche Arbeitsregeln verstoßen haben. Wer sich geweigert hat, konnte ohne weiteres gefeuert werden. Genauso war es verboten, mit seinen Kollegen zu flirten. Warum auch immer. Kurz bevor Walmart in Deutschland schließen musste, hat man sogar versucht, die Mitarbeiter zu erpressen, um die Kosten zu senken. Walmart hat seinen Mitarbeitern zum Beispiel damit gedroht, die ganze Filiale zu schließen, wenn sich die Mitarbeiter gegen die Flexibilisierung der Arbeitszeiten wehren. Du willst nicht am Sonntag von deinem Chef in die Arbeit gerufen werden? Schön, dann schließen wir jetzt den ganzen verdammten Supermarkt.
When I met you in the summer. Und ja, Walmart hat solche Drohungen schon in die Realität umgesetzt. Zwar nicht in Deutschland, dafür aber in Kanada, wo Walmart mal eine ganze Filiale geschlossen hat, nur weil die Mitarbeiter einer Gewerkschaft beigetreten sind. Allgemein ist Walmart nicht so begeistert von dem Konzept Arbeiterrechte. In den USA versucht Walmart schon seit Ewigkeiten, Mitarbeiter davon zu überzeugen, keiner Gewerkschaft beizutreten. Dafür wurden richtige Propagandavideos entwickelt, wo dann Schauspieler als Mitarbeiter verkleidet gegen Gewerkschaften hetzen. The truth is, unions are businesses, multi-million dollar businesses that make their money by convincing people like you and me to give them a part of our paychecks. Das andere große Problem waren die Preise in Deutschland. Als Walmart auf den deutschen Markt gegangen ist, waren ganze 40% der Einzelhändler Discounter. Das hat dazu geführt, dass Lebensmittel in Deutschland günstiger waren als im europäischen Durchschnitt. Und um da mitzuhalten, musste Walmart seine Preise unglaublich drücken. Aber Walmart hat seine Rechnung ohne Aldi gemacht. Wenn Walmart Maxi King für einen Euro verkauft hat, hat Aldi einfach Maxi Queen für 50 Cent verkauft. Und wenn Walmart Oreos verkauft hat, dann kam Aldi mit Black Magic um die Ecke. Ich habe die Dinger schon gegessen und ich kann euch sagen, die schmecken kein bisschen wie Oreos. Im September 2005 hat der deutsche Walmart-Chef David Wild noch behauptet, dass man sich darauf verlassen kann, dass Walmart in Deutschland Gewinne machen wird. 2 Monate später ist Walmart dann pleite gegangen. Am Ende hat das Missverstehen vom deutschen Markt und der Preiskampf mit den Discountern dazu geführt, dass sich Walmart für immer aus Deutschland zurückziehen musste. Aber halt, während Walmart in Deutschland gescheitert ist, hat ein deutscher Supermarkt in die USA expandiert. Und das mit großem Erfolg. Die Rede ist natürlich von Aldi. Mit Aldi verbindet man so einiges. Zum Beispiel den anhaltenden Krieg zwischen Aldi Nord und Aldi Süd. Im Jahr 1961, als Aldi schon mehr als 300 Filialen in Deutschland hatte, haben sich die Brüder Theo Albrecht und Karl Albrecht getrennt. Der Grund für die Teilung war ein Streit darum, ob Aldi Zigaretten verkaufen soll. Nein, es ging dabei nicht um Moral oder sowas, sondern Theo wollte Zigaretten verkaufen, aber Karl hatte Angst, dass Zigaretten Ladendiebe anlocken würden. Deswegen hat Theo ab sofort alle Filialen im Norden Deutschlands übernommen und Karl alle Filialen im Süden. Und damit eine Sache klar ist, ich werde niemals einem Aldi-Nord-Fan die Hand reichen. Ein cooler Fakt über Aldi ist noch, dass Theo Albrecht im Jahr 1971 entführt und eingesperrt wurde. Für 17 Tage im Kleiderschrank, als ob es eine Mr. Beast Challenge wäre. Die Familie Albrecht hat damals 7 Millionen D-Mark Lösegeld bezahlt, um ihn freizukriegen. Die höchste Lösegeldsumme, die jemals in Deutschland gezahlt wurde. Und als er freikam, hat er das Lösegeld tatsächlich von der Steuer absetzen wollen, weil er der Meinung war, dass es eine Betriebsausgabe ist. Im Jahr 1976 hat Aldi auf jeden Fall in die USA expandiert. Und mittlerweile hat Aldi dort schon mehr als 2350 Filialen und ist die am schnellsten wachsende Supermarktkette des Landes. Und ja, ich weiß, dass Aldi technisch gesehen kein Supermarkt, sondern ein Discounter ist. Ihr müsst mir jetzt nicht in die Kommentare schreiben, hä? Aldi ist doch gar kein Supermarkt, sondern ein Discounter. Ich werde mir euer Feedback auf jeden Fall zu Herzen nehmen. Aldi stellt eine ernsthafte Konkurrenz für Walmart dar, weil sie vieles einfach besser machen. Das fängt schon damit an, dass Aldi rund 30% günstiger ist als Walmart. Aldi kopiert einfach bekannte Produkte und verkauft die für einen geringeren Preis, ohne dass der Geschmack großartig anders ist. Achso, und falls ihr euch fragt, ob man bei Aldi in den USA deutsches Brot kaufen kann, nein, leider nicht. Die haben nur dieses gottlose Weißbrot wie jeder amerikanische Supermarkt. Hinzu kommt natürlich die Geschwindigkeit der Kassierer, die aus Deutschland importiert wurde. Die deutsche Effizienz. Wenn dich der Walmart-Mitarbeiter gerade begrüßt hat, wurden alle deine Produkte vom Aldi-Mitarbeiter schon 2-mal durchgescannt. Man hat immer das Gefühl, der Kassierer startet bei jedem Einkauf einen neuen Speedrun und versucht seine Bestzeit zu schlagen. Das spart natürlich deutlich Zeit beim Einkaufen. Und ich habe bis jetzt noch keinen Amerikaner gesehen, der nicht davon fasziniert war. Stellt sich raus, dass Smalltalk den Leuten nicht so wichtig ist, wie einfach ihren scheiß Einkauf zu beenden. Leider sind die Kassierer nicht das einzige, was bei Aldi schnell ist. Wenn eine neue Kasse öffnet, finden Rentner auf einmal ihre jugendliche Kraft wieder und sprinten zu dieser Kasse hin. Aber das ist ein anderes Thema. Die Zukunft von Aldi sieht rosig aus. Bis Ende 2028 will man insgesamt 800 neue Supermärkte in den USA eröffnen. Dafür sollen mehr als 9 Milliarden Dollar investiert werden. Und neben Aldi ist seit 2017 auch Lidl auf dem US-Markt vertreten. Und wer weiß, vielleicht kommen bald auch Rewe, Kaufland, Edeka, Penny und andere Supermärkte in die USA. Es wäre auf jeden Fall die perfekte Rache dafür, dass Walmart seine Mitarbeiter zu diesen cringigen Morgenritualen zwingt.